gehen, Baron. Das bockt ja übertrieben gut an. Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder der Trill auf dem Skinbaron-YouTube-Kanal. Ich bin hier wieder mit Tapsen und Syrson. Grüßt euch erstmal. Hallo, guten Morgen. Es ist relativ früh am Morgen, wie ihr vielleicht den Gesichtern entnehmen könnt. Aber wir haben heute wieder ein schönes Format für euch. Und zwar werden wir heute Inventare bewerten. Ich werde euch gleich jeweils 5 Skins nennen. Wir haben 6 Durchgänge mit Waffen, beispielsweise eine Desert Eagle Blaze in Field Tested Condition. Ihr müsst dann im Kopf nach und nach durchrechnen, was ihr glaubt, was sie wert sind, und am Ende einen Gesamtpreis für die 5 Skins nennen. Also wir haben kein komplettes Inventar, weil ihr sonst zu lange da nachschauen würdet. Ich nenne euch immer 5 Skin-Namen auf Deutsch oder Englisch, wie ihr das lieber habt, und eine Condition. Und ihr sagt mir dann am Ende, was ihr glaubt, was diese 5 Skins zusammen wert sind. Die Skin-Namen lieber auf Deutsch oder Englisch? Deutsch. Englisch. Okay, dann mache ich beides. Legen wir los. Beim ersten ist es eh egal, es geht um eine AWP Asimov in Field Tested Condition. Da vielleicht ein kleiner Tipp: bei der Asimov ist Field Tested die beste Condition, die man haben kann. Also die Preise hier, in. Ja, Preise Euro. In Euro, und wir reden hier von den Preisen auf Skin Baron, auch noch wichtig, nicht im Steam-Markt. Es geht weiter mit dem Jagdmesser bzw. Huntsman Knife, Crimson Web oder auf Deutsch purpurnes Netz in Minimal Wear Condition. Huntsman Knife, Crimson Web. Ja, ich hab was. Okay, dann machen wir weiter mit ein paar Handschuhen. Die heißen auf Deutsch Handbandagen Metzelei, auf Englisch Hand Wraps Slaughter. Und die sind in Field Tested Condition. Ja, das sind Jahrhundertsteine Handschuhe. Ist unfair. Was sagst du? Das sind tatsächlich meine Handschuhe, aber. Echt? Ich weiß echt nicht den Preis gerade. Hast du die auch in Field Tested? Ich glaube ja. Ich hab die auch in Field Tested. Hast du den Preis? Vielleicht. Nee, komm. Ich hab sie auch im Inventar und ich hab sie verliehen, glaube ich, an jemanden. Dann eine AK, die super beliebt ist, habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. AK-47, die Herrscherin, beziehungsweise AK, the Empress, in Minimal Wear Condition. Boah, ich habe gar keine Ahnung über diesen Skin. Habe ich schon so oft gehört, jetzt ist Zeit, aber... Wie beschreibt man den? Das ist der mit der blonden Frau auf der Seite drauf. Leicht rötlich-gelb, blonde Frau, wo die Haare so im Hintergrund wegwehen. Würde sagen, ist einer der Top 3 Skins im Spiel, für mich persönlich. Für die AK. Ich hab was. Minimal Wear, oder was? Minimal Wear, ja. Okay. Und der letzte, das ist die Deagle Großbrand auf Deutsch, Englisch Desert Eagle Blaze, in Factory New diesmal. Ja, ich hab was. Ja, ich hab auch. Also bei der letzten bin ich gespannt. Dann sag mal, okay, fangen wir mit Tapsen an. Was ist dein Gesamtpreis für die 5 Skins am Ende? Ich hab 1350. Was? Okay. Warte mal. 700. Ich hab 810. Okay, 1350 bei Tapsen. Bei Syrson 810. Sag mir nur, wie viel das Knife wert ist. Dann weiß ich, ob ich richtig bin oder nicht. Ist nicht so viel wert? Das Messer ist 220 wert. 220, ja, okay, ich hab das absolut verschätzt. Zum Müllknife. Mal, ja, okay. Was habt ihr bei der Desert Eagle Blaze geschätzt? 180? 50. Die ist tatsächlich mittlerweile 400 Euro wert. Boah. Mhm. Damit geht die Runde an Syrson, der 810 geschätzt hat. Der richtige Preis wäre gewesen 951,98. Stark. Also das teuerste Item war mit Abstand die Diege. Okay, dann machen wir mit Runde 2 weiter, wenn ihr ready seid. Wir fangen an mit einem super neuen Skin. Vielleicht kennt ihr den auch gar nicht. Das ist die AWP Lauffeuer, auf Englisch AWP Wildfire, in Field Tested Condition. Ja, Flo hat hier gewonnen, dir. Ich glaube, der kam mit der Broken Fang-Kiste, so ein roter Skin. Habt ihr den schon mal gesehen? Ich spiel aber. Achso, ja, cool. Er spielt sie ja, deswegen hat er gewonnen. Non-Stat-Track Field Tested. Habt ihr was? Ja. Ich weiß nicht. Hast du auch was? Ich hab schon was zum Knife sogar. Okay, perfekt. Dann was machen wir weiter. Was war das denn für ein Knife? Ist das Dragonlaw? Nee, Tiger Tooth. Tiger Tooth? Ah, ihr seht schon was. Okay, Jagdmesser, Tigerzahn, genau. Huntsman, Tiger Tooth. Auch in Factory New Condition diesmal. Mhm. Ich hab was. Okay, machen wir weiter nochmal mit Handschuhen. Zu Deutsch. Zerbrochener Reißzahnhandschuhe
gelb gebändert. Auf Englisch Broken Fang Gloves Yellow Banded in Minimal Wear Condition. Ey, ich mir letztens das gekauft. Echt? Hey, du sagst, ihr habt keine Ahnung von Skins. Ich wusste nicht mal, dass das ein Skin ist, Yellow Banded. Das ist ja auch kein. Aber damit ging nichts rein, deswegen habe ich wieder verkauft. Und ich hab's ja durch noch. Ich bin schon mal gespannt. Ja, Tizi hat sie auch gekauft. Ich hab sie ja Tizi empfohlen. Tizi spielt damit. Sie hat auch dieses gelbe Knife auch, ne? Ja. Du hast gesagt, da geht nichts mit rein, dann hast du Tizian empfohlen. Ja. Nee, der hat sich 2 Stunden vorher gehabt, dann habe ich es mir nochmal nachgeholt. Okay. Habt ihr einen Preis? Ja. Okay, dann der 4. von 5 ist die AK-47 rote Linie oder AK Redline. Den kennt ihr. In Minimal Wear. Ja, ich hab was. Ja. Und der letzte, mein Lieblingsskin für die Deagle, Desert Eagle, Goldener Koi. Oder Golden Koi in Factory New Condition. Okay, ich hab diesmal einen deutlich billigeren Preis. Gucken. Ich hab 870. Stark, okay. Ich hab auch sehr, sehr knapp. Ich hab 835. Okay. Dann ist das ein Punkt für Tapsen. Weil ihr seid beide eine ganze Ecke drüber. Es sind tatsächlich nur 560,23 €. Was? Ich habe die Deagle auf 300 geschätzt. Ich habe die Deagle 200. Die Deagle kostet 28 €. Machen wir mal Runde 3 weiter. AWP New, Nor. Factory New. Ohne Stat Track. Ja. Ja. Dann haben wir wieder ein Messer. Butterfly Messer Doppler. Factory New. Und da reden wir nicht von einem Sapphire oder Ruby, sondern Durchschnitt Phase 1 bis 4. Ja. Ja. Dann wieder Handschuhe. Spezialistenhandschuhe Farbverlauf. Englisch Specialist Gloves Fade in Battlescarred aber diesmal. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht ein gemeiner. Eine Stat-Track AK Phantom Disruptor in Minimal Wear. Ich gar nicht. Ich auch nicht, noch nie gesehen auch. Nee, hab ich echt auch noch nie gesehen. Ist der neu? Nee, ist schon was älter. Ich glaube, ist groß. Ist ein Pinker, aber ich glaube, der ist nicht so beliebt. Ja, ich hab was. Ich hab auch. Okay, und dann noch eine super neue Deagle, die wiederum sehr beliebt ist. Desert Eagle Print Stream in Minimal Wear. Das ist die weiße mit diesem Flip-Flop-Effekt. Ja, hab was. Ja. Okay, dann muss Tapsen wieder zuerst den Preis sagen. Warte. Ja. 1, 2. Okay, ich habe 710. Mhm. Warte. Ich habe 1160. Es sind 1140. So ungefähr. Die Handschuhe sind halt teuer wie Sau und das Knife ist auch ein bisschen teurer. Was hast die du Handschuhe sind teuer, obwohl in Free-Tested? Ja. Die Handschuhe waren Battlescarred. Oder Battlescarred sogar, ja. Wie teuer sind die denn? Ich hab 600. Und du, Tapsen? Ich hab da nicht so viel, ich hab da 110 oder so. Es sind 169 tatsächlich nur. Lol. Was am meisten reingeballert hat, ist das Butterfly. Butterfly, ja. Aber da wollte ich nicht so hoch gehen diesmal, deswegen bin ich auf 400 nur gegangen. Ach nee, das kostet aber so 800 oder so, ne? Die Handschuhe habe ich 350. Das Butterfly ist sogar 849. Die gehen im Moment krank ab, die sind super teuer geworden, die Butterfly-Messer. Mann, richtig dumm, Alter. Ja, mit AWPs kenne ich mich aus, weil ich die immer mal ab und zu angucke, so. Ja, dann musst du den nächsten Skin aber auch wissen. AWP Fade. Factory New. Ja, den weiß ich nicht. Ich mach mal einfach was. Keine Ahnung. So, guck mir mal. Dragonlaw taucht heute nicht mehr auf. Was glaubt ihr denn, wie teuer die Dragonlaw ist mittlerweile? 2000? Ja, 3K, oder? Ne, die geht schon für 9, glaube ich. Was? Ja, AWP Dragonlaw FN ist richtig in die Höhe geschossen. Das ist krass. Okay, da bin ich gespannt, was ihr gleich bei der Fate dann sagt. Da mache ich ja noch eine 1 dran. Okay. Nice Fade. Danach aber nochmal Fade. Aber Talon Knife Fade, auch Factory New.
Ja. Ja. Dann haben wir wieder Handschuhe und zwar auf Deutsch Chauffeurshandschuhe Renngrün oder Driver Gloves Racing Green in Minimal Wear Condition. Oh, kann ich null einschätzen. Hätte ich auch noch nie gesehen. Ich habe was. Ja, auch, ja. Okay, machen wir weiter mit der AK 47 einsatzgehärtet oder AK Case Hardened Factory New mit normalen Pattern, kein Blue Gem. Was war die? Factory New, AK Case Hardened. Okay. Ich hab. Boah. Okay, mal gucken, ja. Und zuletzt eine Desert Eagle Kobaltbruch oder zu Englisch Cobalt Disruption, auch Factory New. Ja. Ja, du bist dran. Müsst ihr wieder zusammenrechnen, ja. Warte. Ich habe 2520. Und okay, ich habe 1720, ja. Das ist schon zu wenig. Wie viel ist denn die AWP-Wert? Ich glaube, eins, weiß ich nicht. Ich habe 1,4 gesagt. 2. Das ist richtig. 1200. Echt? Ja, boah. Ist richtig für die AWP Fade. Okay, was ist denn der Endpreis? Ich glaube, da muss Phil den Taschenrechner rausholen. Also, Tabs hat gesagt 1720. Sie sind 2520 und es sind 2138,56. Nicht. Ihr seid beide grob 400 weg. Aber ich glaube, Syrson ist knapp näher dran. Da müssen wir mal wirklich mal einen Taschenrechner rausholen und gucken, was so früh, um es im Kopf zu machen. Und die Handschuhe, da bin ich gespannt, was ihr da gesagt habt. Die Handschuhe habe ich 300. 150. Ich glaube schon 150. Das sind somit die schlechtesten, die man haben kann. Das sind 68,56 Euro noch. Aber wieder krass. Die, also ich weiß nicht. Die 20. Die glaube ich 70. 40. Die ist schon low. Naja. Die ist auch noch pink und so. Ich glaube, ich hätte aber nicht besser getippt als ihr. Also ihr seid echt ganz schön nah dran, hätte ich nicht gedacht. Okay, machen wir Runde 5 weiter. Wieder mit einer AWP. Zu Deutsch Eindämmungsbruch. Eindämmungsbruch und auf Englisch Containment Breach. In Minimal Wear Condition. Sie nicht. Wir sehen noch nichts. Ja. Die hatten wir letzte Woche oder beim letzten Mal im Format auch. Jetzt. Sie sind grüne mit der Ratte drauf. Mhm. Ja. In was war das nochmal? MW, Minimal Wear. Ich glaube was. Ja. Dann geht's weiter mit einem Bayonet Ultraviolet in Field Tested. Ja. Mhm. Dann wieder ein paar Handschuhe. Die Handbandagen Kobaltblaue Totenschädel oder Handwraps Cobalt Skulls in Field Tested. Ja. Dann wieder eine Stat-Track-Waffe. Stat-Track M4A4 Neonor in FN. Ja. Ja. Und dann wieder eine Deagle Desert Eagle Sturm bei Sonnenuntergang oder Sunset Storm, auch Factory New. Ja. Ja. Oder warte mal, ich mache andere Preise, dann müsst ihr einfach rechnen. Ja, ich hab was. Also, okay. Ich dran. Ich glaube, du hast gerade zuerst gecallt, oder? Ich bin, glaube ich, dann, ja. Ja. Ich habe 455. Warte. Ich habe 680. Dann ist das auch wieder ein Punkt für Syrson. Das gibt's doch nicht. 967. So, jetzt überleg, so viel? Wo habt ihr da so weit daneben getippt? Also AWP, glaube ich, seid ihr nah dran. Was habt ihr da 80. gesagt? 55. 67. Das Messer, Bayonett? 80 Euro. 160. Und 120. Dann die Handschuhe, Cobalt Skulls. 120. Ja, 280. Im 400 gewesen. Boah. Ja, ich glaube, sind richtig. Ja. Und die M4, Stat-Track? 150. 140. Und Desert Eagle war wahrscheinlich noch tricky. Ja, die glaube ich 65. Sie ist sogar 240 wert. Boah, ja, okay. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus. Letzte Runde. Zwischenstand, es steht 4:1. 4:1. Für Syrson, ja. Mhm. Jetzt gleich nochmal den Ehrenpunkt. Mit einer AWP Blitzschlag oder Lightning Strike. Factory New. Die ist voll oldschool.
Ich glaube, ja, oh. Ist, glaube ich, die älteste AWP im Spiel, neben der Boom, Boom oder? Das sein, ja. Nee, Boom. Ja, ja. Ja, Boom die kam ist auch zeitgleich, glaube ich. Ja. In FN. Ich habe keine Ahnung über AWP. Von der weiß ich es auch nicht eigentlich, weil ich die ist schon so alt. Aber ich habe was. Ja, ich habe auch was. Mal gucken. Ja, dann haben wir das klassische Messer. Blauer Stahl, Classic Knife Blue Steel. Viel testet. Ja. Ja. Hydra Handschuhe Smaragd. Oder Hydra Gloves Emerald in Minimalware. Ja. Ja. M41S Meisterwerk, M41S Masterpiece in Factory New. Der ist auch schon alt, den kennt ihr, glaube ich. Ja, aber ja. Das ist so teuer. Oh. Habe ich dir auch. Danke dir. Kein Problem. Ja. Und zu guter Letzt, letzter Skin, Glock 18 Zwielichtgalaxie oder Twilight Galaxy auf Englisch in Factory New. Ja, hab was. Ja. Ich bin dran, ne? Ja. Ja. Nutzer. Ich hab 772. Warte, ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 710. Dann holt sich Tapsen hier wirklich noch den letzten Punkt. Das sind 643. Ja. Also scheiße. Beide nicht weit weg. Ich hab Snipe 400. Was hast du? Das Knife? Die Handschuhe. Die Handschuhe habe ich 230. Wir sind tatsächlich nur 135 wert. Was habt ihr bei der AWP gesagt? Boah. 160. AWP 140. Die ist 280 wert. Boah. Ja, aber Glock. Was hast du Glock? Ja. Zwei. Glock hab... Zwei? Was? Ja, ja. 2 Euro hast die du kostet... Ja, oder? Ja, nee, die kostet doch viel. Ich habe 120. Die ist 35 wert. Du willst... Richtig low, die Glock. Die M4? Habe ich 90 Euro. Die habe ich 80. Das ist tatsächlich 90 Euro wert. Beim nächsten Mal müssen wir so machen, dass wenn so einer wirklich auf den Punkt genau das tippt, dass er irgendwie einen extra Punkt bekommt oder so. Ja, wir haben ein paar Mal sogar richtig getippt. Ja. Aber ey, aber 4 zu der 2? M4-Tipp, ne, der erste von mir, ne? Ja, ja, klar. Stimmt, ja. 4 zu 2. 4 zu 2, aber ey, wirklich, ihr wart nicht schlecht. Also ich hätte es, glaube ich, nicht besser gemacht. Ihr wart ihr wart wirklich nie weit weg. Gute Runde. Ja. Na cool. Nice. Dann kriegen gleich die anderen beiden Jungs gegeneinander an. Aber ich glaube, 4 Punkte ist schon mal nicht so schlecht. Also wirklich gut gespielt. Und ja, schauen wir mal, wie die anderen beiden sich jetzt gleich schlagen. Skinbaron, das bockt ja übertrieben gut an.